Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Byte Inspektoren. Das, was ich euch heute vorstelle, könnte vielleicht der wahrgewordene Traum von jedem Hobby-Studiofotografen und auch Hobbyfilmern sein. Ihr kennt das Problem sicherlich. Ihr habt eigentlich eine Fotokamera, wollt mit der Videos aufnehmen und dann ist immer wieder die Frage, wie voll ist der Akku? Reicht er noch? Brauche ich noch einen? Aber immer dann, wenn es wichtig wird, dann sind natürlich alle leer. Und wenn wir uns mal unsere Kameras, egal ob klein, egal ob groß, wenn wir uns zum Beispiel die Canon-Kameras mal genau angucken, wird uns auffallen, dass da überhaupt kein direkter Netzanschluss vorgesehen ist und es ist auch nichts Entsprechendes im Lieferumfang. Also, was ist die Lösung? Das Ding hier. Und zwar folgendes. Das ist ein Netzadapter für eure Canon DSLR-Kamera. Für gerade einmal, muss ich gucken, 10,29 Euro bei Amazon inklusive Prime-Versand. Die Funktionsweise ist folgende. Wir haben hier ein Teil, was so ähnlich aussieht wie ein Akku. Es hat auch genau die Form des Akkus, wie wir ihn auch in der Kamera haben. Das endet einfach auf eine Buchse. Das Kabel wird dann so schön aus der Kamera rausgeführt. Diese Buchse wird mit diesem Stück Kabel verbunden. Das geht in ein Netzteil und von dem Netzteil aus geht es einfach direkt an unsere Steckdose. Das heißt, das Netzteil, das wird mit unseren vollen 230 Wechselklamotten gespeist und gibt am Ende 8 Volt DC mit einer Belastbarkeit von maximal 3 Ampere wieder aus. So viel zur Theorie. Das ganze Set kostet bei Canon im Original. Jetzt muss ich wieder gucken. Also, der reine Netzadapter ohne das Akkustück, das und das, kostet bei Canon Original 129 Euro. Und wem das noch nicht reicht, dieser kleine Adapter kostet Original von Canon, zum Beispiel für meine Kamera, also für den i6 Akku, auch noch mal 129 Euro. Macht schlappe 258 Euro. 258 Euro. Gesamt für diesen Spaß. Beim ersten Ausprobieren muss ich auch feststellen, das funktioniert. Die Kamera startet, dadurch, dass hier allerdings kein Chip mit enthalten ist, der wie ein Originalakku der Kamera erzählt, hallo, ich bin ein Originalakku, ich wurde schon so und so oft aufgeladen und mir geht so und so gut, fragt die Kamera am Anfang erstmal, oh, willst du diesen Akku wirklich verwenden. Dazu sagen wir ja und ab da sehen wir auch keinen Ladezustand mehr. Die Kamera zeigt dauerhaft leer an. Und zuerst einmal sind alle Funktionen der Kamera, wie wir sie kennen, gegeben. Und das ist natürlich total geil, wenn ich filmen will oder wenn ich nur rein im Studio fotografiere oder wenn ich Timelapse-Aufnahmen mache, wo ein Akku eh nicht reicht und aber keine Unterbrechung durch den Akkuwechsel haben will. Aber bevor ihr euch jetzt so einen günstigen Adapter zulegt, der hier ist von Qmox, wird in dieser schönen Tüte geliefert, wo hinten drauf noch auf Englisch steht, danke für den Kauf und auf Französisch und auf Deutsch und auf Chinesisch. Wie auch immer, bevor ihr euch sowas kauft, solltet ihr immer mal denken, das ist billigste Technik, die mit der Stromversorgung eurer Kamera zu tun hat, die mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Euro gekostet hat, inklusive einem teuren Objektiv vorne dran, was ebenfalls elektronische Bauteile besitzt. Das würde ich mir vielleicht zweimal überlegen, ob ich da nicht doch lieber auf höherpreisige Produkte zurückgreife. Das ändert nichts daran, dass im Beispiel Canon der Preis, den sie aufrufen, eine absolute Frechheit ist. So, und nun aber zu dem eigentlichen Problem. Wenn ihr speziell diesen Netzadapter an eurer Canon EOS Kamera verwenden wollt und damit filmen wollt, dann hört sich das Ganze ungefähr so an. Warum? Weil hier keine Filtertechnik vorhanden ist, die dieses Netzbrummen konsequent herausfiltert. Ich habe das Ganze auch mal probiert, indem ich hier bei diesem Teil einen kleinen Netzfilter mit dran gemacht habe, den es für ein paar Euro bei meinetwegen jedem beliebigen Elektronik-Online-Shop zu kaufen gibt. Das vermindert das Problem auch ein wenig, aber wirklich behoben ist es dadurch auch nicht. Andererseits, wenn ihr einfach vom Akku ausfilmt, dann habt ihr das Problem gar nicht. Spart das Geld für solchen Billigkram, kauft euch lieber davon noch einen vernünftigen Akku oder macht einfach Unmengen an Geld locker für das Original von Canon. Manchmal gibt es das ja auch ein bisschen günstiger bei eBay gebraucht. So, das war mein kleines Review zum Qmox Netzadapter für Canon Kameras. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst gerne auch ein Abo da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.